Wer die Welt verstehen will, muss die Sprache beherrschen. Je größer der Wortschatz, umso einfacher ist das Kommunizieren. Die Psycholinguistin Adriana Hanulikova erforscht die Fähigkeit, Sprache hervorzubringen und zu verarbeiten. In einer Studie bei Freiburger Schülern hat sie nach Faktoren gesucht, die die Sprachfertigkeit beeinflussen. Das Ziel dieses Projekts war es, zu untersuchen, zu ermitteln, wie der jeweilige Hintergrund eines Schülers oder einer Schülerin zum erfolgreichen Sprechen und Verstehen führen können. Und wir haben uns dabei bewusst die Gruppe der Jugendlichen ausgesucht, weil wir damit einfach eine größere Heterogenität erfassen können. Wir haben natürlich Jugendliche an unterschiedlichen Schulen getestet, sodass wir natürlich nicht nur diejenigen erfassen, die tatsächlich dann wieder an der Universität landen. Zu den Experimenten braucht der Versuchsleiter einen Rechner mit speziellen Programmen. Die Probanden sollen ihr sprachliches Geschick unter Beweis stellen, wie etwa beim Wortschatztest. In diesem Experiment hört der Schüler oder die Schülerin eine Reihe von Wörtern, jedes einzeln. Beige. Und muss dabei entscheiden, Billop. Ist es ein deutsches Wort oder nicht? Hose, kalpig. Die Wörter, Wolle, klingen manchmal wie tatsächliche deutsche Wörter. Enorm, felsbar. Das heißt, man muss die Wörter wirklich schon kennen, weil meistens ist einfach nur ein Laut anders. 60 Minuten dauert eine Sitzung mit den entsprechenden Tests. Dazu gehört auch, eine Szene zu beschreiben und dabei Schlüsselworte nicht auszusprechen. Man hat etwas Zeit, ein paar Sekunden, um sich die Wörter durchzulesen und dann geht es schon los mit der Szenenbeschreibung. Hier sieht man einen Käfig, in dem einige Wildkatzen sind. Davor sind Zuschauer, die an den Käfiggittern stehen und die Katzen beobachten. Das ist jetzt ein Sprachsignal aus einem der Experimente. So sehen die Daten aus, wenn wir sie als Sounddatei aufgenommen haben. Hier sieht man die Amplitude und muss aber dann kodieren, was die Leute gesagt haben. Man hört sich dann ein Stück an und schreibt eben rein, welches Wort haben sie da gesagt. Und man kann eben auch Pausen kodieren und analysieren, wie viel Pause haben sie gemacht, wann, nach welcher Art von Wörtern kamen die Pausen und so weiter. Einige Ergebnisse der Studie zeichnen sich ab. Etwa, dass die Nutzung sozialer Netzwerke die Fähigkeit zum Verstehen nicht erhöht. Verstehen kann man am besten, wenn man einen großen Wortschatz hat. Ein konkretes Rezept kann man aber aus diesem Ergebnis nicht so einfach ableiten. Man muss immer aufpassen, welchen Nutzen man tatsächlich für die Praxis daraus ziehen kann. Denn zum Beispiel sind Korrelationen, die wir sehen, ja auch nicht immer Kausalität oder dürfen nicht auch als Kausalität angesehen werden. Es wäre sicherlich nicht zielführend, wenn man jetzt zum Beispiel Wohnungen von bildungsfernen Familien mit Büchern vollstopfen würde, in der Hoffnung, dass dann das Wortschatzwissen in die Köpfe der Kinder gelangt. Also das wäre natürlich jetzt nicht so sinnvoll. Trotzdem belegt die Studie, dass die Sprache eine der wichtigsten Ressourcen für die Bildung ist. Ein besserer Zugang zur Sprache schafft bessere Bildungschancen für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Und das ist eine Aufgabe für die Schulen und die Gesellschaft.